Ich zeige dir ein Video, wie du selbst Verkäufer von Kapitalanlageimmobilien werden kannst und damit ein lukratives Zusatzeinkommen aufbauen kannst von bis zu 20.000 Euro Provision pro Einzeldeal. Und um was geht's? Es geht um Eigentumswohnung, Ferienapartment, Pflegeapartments, Denkmalimmobilien, je nachdem, mit was du dich befassen willst und was du für Zielkunden entsprechend hast. Die sind bundesweit verteilt und wir stellen dir einen Zugang zu einem Netzwerk von Bauträgern, Aufteilern, Projektentwicklern, über die entsprechend die Objekte bereitgestellt werden und du suchst den passenden Käufer. Welche Strategien es dazu gibt, den passenden Käufer zu finden, das zeige ich dir auch Stück für Stück. Nun, wie funktioniert's? Ganz easy, schickst uns einfach eine E-Mail an die info@immotheke.de. Wir legen dir einen kostenfreien Demo-Zugang an. Der Zugang kostet auch danach nichts, wenn du dich dafür entscheidest, dass du das langfristig machen willst. In dem Zugang hat es über 1000 Objekte deutschlandweit mit permanent den aktuellen Unterlagen, genauen Abverkaufsstand, ist was reserviert, ist es noch frei, ist es schon verkauft. Sämtliche Objektunterlagen, Grundbuch, Bilder, Teilungserklärung, Mietverträge, alles findest du im Detail im System und du kannst mit einem CRM deine Kunden anlegen, du kannst daraus heraus entsprechend Angebote generieren an die Kunden, alles optisch top aufbereitet. Und dann entsprechend auch Hochrechnungen mit entsprechendem Eigenkapitaleinsatz oder ohne Eigenkapitaleinsatz berechnen und hast hier alles mundgerecht vorbereitet. Es gibt zusätzlich Webinare, die dir zeigen, wie du verkaufst, wie du diese Immobiliengespräche führst für Immobilien als Kapitalanlage. So. Was gibt es an Provisionen? Meistens zwischen 2% und 10%. Die Pflegeapartments und Ferienapartments haben etwas mehr, Denkmal hat etwas mehr und klassische Objekte haben etwas weniger. Im Regelfall beträgt sich die Provision zwischen 3% und 5%. Das ist eine Innenprovision, die entsprechend von dem Netzwerk an dich bezahlt wird. Und nach außen hin ist es also für deinen Käufer entsprechend provisionsfrei. Wir ziehen dir auch nichts von der Provision ab, sondern wir bekommen wie gängige Maklerpools eben einen kleinen Overhead obendrauf aufgrund der Masse des Volumens, das wir poolen für unsere Kooperationspartner wie dich. Und dadurch erreichst du auch über uns bessere Provisionen, als du das selber erreichen würdest, da du mit einer höheren Einstufung startest aufgrund des Volumens, das wir insgesamt einbringen durch diverse Vermittler bundesweit, die sich hier uns angeschlossen haben. Nun, wie funktioniert es? Also beispielsweise, du verkaufst ein Pflegeapartment, dafür gibt es besonders hohe Provisionen, hast einen entsprechenden Käufer und dann erhältst du zum Beispiel 10% Innenprovision, das ist 20.000 Euro für dich. Und du musst eben nicht wie ein Immobilienmakler erstmal einen Verkäufer finden und hast da den großen Engpass im Einkauf der Objekte, sondern du hast den Engpass im Verkauf der Objekte. Warum? Der Haken ist, du darfst Portale wie Immobilien-Scout24 etc. nicht benutzen. Kleine Nischenportale darfst du benutzen. Du darfst es auf Facebook posten, in deinem Netzwerk verteilen, Online-Marketing machen, Ads draufschalten, sei es Facebook-Ads oder Google-Ads. Du kannst deine Kontakte nutzen, dein Netzwerk nutzen und du kannst sogar über das Portal entsprechend eine eigene Webseite aufsetzen, wo dann die ganzen Objekte entsprechend in deinem CI dann entsprechend farblich angepasst mit Logo präsentiert werden. Wie kann man jetzt hierfür Kunden gewinnen? Entweder du hast eben schon ein bestehendes Netzwerk an Kunden und Kontakten oder du akquirierst dir diese eben jetzt neu, sei es über Social Media oder klassisch über Vorträge, zum Beispiel an der Volkshochschule oder eben 1:1, ganz klassisch. Oder auch eine Spezialstrategie, du gehst in einen Versicherungsvertrieb hinein. In der Ausschließlichkeit werden dir dann ein bestimmtes Gebiet zugewiesen mit zum Beispiel 1500 Kunden, die du dann betreust und in der Ausschließlichkeit im Versicherungsvertrieb, da fehlt es an Nachwuchs, die nehmen händeringend jeden
und du bekommst entsprechend die Altkunden zugewiesen und hast die zu betreuen, hast darüber noch ein gewisses Grundrauschen an Einkommen, aber dein Ziel ist eben hier nicht massives auszubauen und davon zu leben, sondern die Kontakte zu nutzen, warme Kontakte, die schon eine Vertrauensbasis haben, wo du schon Einstieg hast, wo du irgendwas über Verträge von denen schon weißt und jetzt umzuswitchen auf das System Immobilie und hier eben Kapitalanlagen zu verkaufen. Wer einmal eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, kauft normalerweise wieder. Die meisten Kunden kaufen zweimal, dreimal, fünfmal, siebenmal, je nach Bonität. Irgendwann ist dann Schluss, denn du weißt ja, die Immobilien als Kapitalanlage, diese Vertriebsimmobilien haben eigentlich zu schlechte Renditen, sind eigentlich zu teuer im Einkauf. Das heißt, es ist hier irgendwo endlich, wie viel du an die jeweilige Person veräußern kannst. Es ist halt immer noch die bessere Anlage, als in irgendwelche klassische Rentenversicherungsprodukte zu gehen, eben hier in die eigene Immobilie zu gehen. Was brauchst du, dass du es machen darfst? Du brauchst eine Erlaubnis nach 34c Gewerbeordnung. Die kostet etwa 300 €, die kannst du beim Gewerbeamt beantragen. Du brauchst auch einen entsprechenden Gewerbeschein dann danach, nachdem du die Zulassung erreicht hast. Die ist etwa mit 30 €. Du brauchst keine Sachkunde oder Berufsausbildung in der Branche, da sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Du musst nicht Immobilienmakler sein, wobei viele Immobilienmakler das zusätzlich nutzen. Viele Finanzdienstleister nutzen das zusätzlich, unseren Zugang, um hier eben Vertriebsimmobilien zu veräußern. Wir selber können das nicht nutzen, weil wir haben keine Kunden, wir haben private Immobilieninvestoren und eben keine Kapitalanleger als Kunde. Deswegen nutzen wir es für uns selber leider nicht, aber haben einen Haufen Zuträger, für die wir eben auch die Kapitalanlagen deren ihrer Kunden finanzieren, die auch über uns das System entsprechend nutzen. Wenn du Interesse hast, völlig unverbindlich, auch noch ohne entsprechende Zulassungen oder Gewerbe, kannst du einfach den kostenfreien Demo-Account bei uns holen und mal rumspielen und dir anschauen, wie das alles funktioniert, mal ein Webinar dazu besuchen und schauen, ob es für dich eine Strategie sein kann, hier entsprechendes Zusatzeinkommen durch den Verkauf von Vertriebsimmobilien an Kapitalanleger aufzubauen.